Wir müssen einen Weg in den Splitter der Nacht finden, um Morlenth und die Netheril daran zu hindern, eine Armee von Todesalben heraufzubeschwören. Wenn sich Morlenth nach Evernight zurückgezogen hat, dann müssen wir ihr dorthin folgen. Was genau Evernight ist? Ich weiß nur das Wenige, was ich hier und da in der Arkanenbruderschaft dazu aufgeschnappt habe. Es existiert im Shadowfell, einer Ebene des Schattens, die eine dunkle Widerspiegelung unserer materiellen Ebene darstellt. Evernight ist ein verderbtes Gegenstück der Stadt Neverwinter und wird von Untoten, Schattenberührten und Sterblichen mit unappetitlichen Vorlieben bewohnt. Pizza mit Ananas. Entzieht sich meiner Kenntnis. Doch vielleicht wissen die Anhänger Kalimvors, die ihr Leben dem Kampf gegen die Untoten gewidmet haben, mehr darüber. Sucht Seelenlenker Soulhearth in den Eben Downs auf und fragt ihn um Rat. Pizza mit Ananas, das ist geil. Aber es ist ja so ein Ding, irgendwie angeblich soll es ja total die Schändung von Pizza sein, keine Ahnung. Evernight, finde ich voll cool. Neverwinter, Evernight, es ist so cool, die Namen sind echt schön. Yay, wir müssen ein neues Gebiet. Und das klingt sehr spannend, eine Schattenvariante von Neverwinter. Wir müssen nach, was, wohin? Eben Downs, da war's. Das klingt wirklich cool, da bin ich mal gespannt. Oh, da freue ich mich auch drauf. Wie das aussieht, das neue Gebiet. Es ist also doch nicht in dem, in dem Bereich Flussviertel, es gehört nicht dazu, so wie, also, Sea of Moving Ice gehörte ja auch. Du Schwein! Du hast ihn schon! Alter, das ist so cool! Glückwunsch, Cleo. Glückwunsch. Das ist richtig cool. Wo war ich? Ach ja. Sea of Moving Ice gehört ja so vom Setting und von der auch von der Position zu Storm King Thunder. Es ist ja halt im Eismeer und dergleichen. Und hier scheint es aber ein ganz anderes Gebiet zu sein. Sogar eine ganz andere Ebene. Ich weiß, ich vergleiche viel, aber das bleibt einfach auch nicht aus. Man muss natürlich immer ein bisschen vergleichen. Das heißt jetzt nicht, dass das eine schlecht oder das andere gut ist. Ich finde Abwechslung grundsätzlich toll und ich finde auch bestimmte Wiederholungen total toll, weil es einen Wiedererkennungswert hat und guck mal, noch ein Tempel von Kalimvor. Da, du, hier. Es gibt viel zu tun. Ja. Auch schön, dass man hier wieder mal hin muss. War schon ewig nicht mehr. Das ist ein Gebiet mit 30, 40? Ich grüße euch. Kavathos hat mich bereits von eurem Kommen unterrichtet. Es muss sich also um eine wichtige Angelegenheit handeln. Womit könnte ein demütiger Diener des Kalimvors einem so berühmten Abenteurer wie euch zu Diensten sein? Nun, das meine ich. Man ist halt bekannt. Man hat halt auch hier ganz, ganz viel Böses abgehalten und Gutes getan und... Eine frevelhafte Nekromantin? Und sie erweckt eine Armee aus Todesalben? Ich habe von dem Schleier der Seelen gehört und gebetet, dass dieses schändliche Artefakt niemals wieder gesehen wird. Leider weiß ich nicht, wie ihr nach Evernight gelangen könntet. Denn wann immer unser Orden auf derart götterlästerliches Wissen stößt, zerstören wir es ohne zu zögern. Doch vielleicht... Nein. Einer solchen Kreatur ist nicht zu vertrauen. Interessant übrigens finde ich wirklich cool, dass man da so ein bisschen... Das ist natürlich echt ein Problem, ne? Sofort alles zu zerstören, was irgendwie götterlästerlich ist. Auf der anderen Seite ist es auch verständlich, weil es natürlich eine Gefahr darstellt, jedes Wissen. Neverwinter steht kurz davor, von einer Armee aus Todesalben überrannt zu werden. Da kann so eine Kreatur bestimmt auch vertrauenswürdig werden. Wahl? Es ist immer eine Wahl, sich mit dem Bösen einzulassen. Und die Untoten sind ausnahmslos böse. Doch ihr habt recht. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese untote Horde noch weiter an Stärke gewinnt. In unseren Gewölben haben wir ein unheiliges Scheusal, das über großes nekromantisches Wissen verfügt. Wir haben versucht, es zu zerstören, doch sein Gefäß war zu stark. Ich werde euch das Gefäß dieser Kreatur überlassen, doch nur unter einer Bedingung. Ihr müsst es mit euch nehmen und die Kreatur vernichten, sobald ihr nicht länger ihre Hilfe braucht. Schwört es mir. Oh. Cool. Dann sind wir uns einig.
Doch seid gewarnt. Diese gerissene Kreatur wird versuchen, euch zu manipulieren. Und sollte sich sein Hunger regen, so werden Sterbliche leiden. Bringt mir das Phylakterium aus den Gewölben! Moment, das Gefäß ist ein Phylakterion? Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Phylakterion ist eine Art Seelenspeicher, der, solange er existiert, wenn euer Körper stirbt und ihr das Phylakterion aber noch existiert, geht eure Seele ins Phylakterion und dann könnt ihr dort aus dem Phylakterion wieder neu auferstehen, nach kurzer Zeit, und es wird dabei nicht verbraucht, sozusagen. Also, es ist wie eine Art permanenter Horcrux, wenn man jetzt auf Harry Potter gucken würde. Und man kann das Phylakterion natürlich zerstören und dann ist vorbei, aber solange das Phylakterion existiert, kann man nicht sterben und steht immer wieder auf. Ich beschwöre dich, Kreatur! Zarifrax? Hey, Zarifrax. Wer wagt es, mein Phylakterion zu stören? Niemand! Oh, ein Drache, cool. Ja, ich weiß nicht, ob ich das möchte. Was? Ich kann das ertragen. Okay. Könnte ich ihn jetzt immer beschwören? Wie lustig. Hey! Wer wagt es, den Schlummer des großen Liches Zarifrax zu stören? Ja, Zarifrax. Ich! Rassavari Gesamtpfote. Wir leben in der Katastrophe. Wer wagt es, den großen Lich Zarifrax zu erwecken? Ihr seid es. Ich denke, ich erkenne euch. Doch für jemanden, der so lange gelebt hat wie ich, beginnen alle Abenteurer gleich auszusehen. Ich habe bis jetzt eigentlich recht friedlich in dem Gewölbe dieser Celeborn-Jünger geschlummert. Wenn man einmal von dem ständigen Gefasel dieser langweiligen Priester über Drachenkultaufstände und Unterreichsdämonen absieht. Welches Jahr haben wir mittlerweile? Ist das Jahr des zornigen Dachses schon vorüber? Der zornige Dachs! Was ist euer Ansinnen, Sterblicher? Ihr benötigt also die Hilfe des großen und mächtigen Zarifrax, um nach Evernight zu gelangen? Ich habe meinen Schlummer eigentlich recht genossen. Zumindest bis ihr dann aufgetaucht seid. Aber na gut, ich schätze, ich könnte euch ein wenig helfen. Meine Vergütung können wir später besprechen. Für euch gibt es nur einen Weg nach Evernight. Und der führt durch eine der Zwielichtspalten, die sich zwischen der primären materiellen Ebene und dem Shadowfell auftun. Wenn ihr eine solche Spalte durchschreiten wollt, werdet ihr einen nekromantischen Köder benötigen. Und glücklicherweise für euch weiß ich, wie man einen solchen herstellt. Die roten Magier im Ring des Grauens bauen schon seit geraumer Zeit Onyx-Blätter ab und schleifen diese zu schwarzen Juwelen. Der Magier Telmon leitet dort den Abbau der Splitter. Er ist einer meiner alten Bekannten und besitzt einen Knochenfokus. Möchtet ihr an der Bildsuche teilnehmen? Bringt mir die schwarzen Juwelen der roten Magier und Telemons Knochenfokus. Und ich werde euch mit dem nekromantischen Köder helfen. Das klingt jetzt schon nach keinem guten Deal. Okay. Aber nun ja, wir haben nicht so viele andere Optionen. Also ab in den Ring des Grauens. Und wir sollen schwarze Juwele von roten Magiern sammeln. Wenn wir schon rote Magier töten. Ich weiß, das gehört jetzt nicht dazu, aber wenn ich schon unterwegs bin, rote Magier zu töten, dass die Armee. Dann kann ich auch schnell mal die wöchentliche Quest annehmen, in der ich rote Magier töten muss. Ja. Dann kann man schön wieder zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Gut.
Rote Magier. Rote Magier. Da ist kein roter... Da ist ein roter Magier. Hey, roter Magier. Guck mal. Guck mal da. Guck mal hier. Ah, zwei schwarze Juwele. Krass. Da ist noch einer. Ich muss sagen, ich habe mich langsam an das neue, an die, an diesen Weichzeichner-Effekt, sage ich jetzt mal, gewöhnt. Ich hatte ja überlegt, ob der mir gefällt oder ob ich den doch doof finde, dass das alles so nicht mehr so klar getrennt ist, sondern so ein bisschen, ja, so ein Blur-Effekt sozusagen hat. Also die Einstellungen sind alle auf höchste Stufe. Und neuerdings, seit dem neuen Patch, habe ich jetzt diesen Blur, oder? Sehr gut. Diese Juwelen sollen ausreichen. Du, ich hab da einen Freund. Vielleicht möchtest du dich mal mit ihm unterhalten. Ich glaube, dass ihr euch sehr gut verstehen werdet. Ne, Mary? 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 Mary, sagt was. Mary, red mit mir. Red mit mir. Mary, nein, er ist tot. So abgemagert, wie er auch aussieht. Ist ja nur noch Haut und Knochen. Ah ja. So, der... Wo ist dämonisches Ende? Ach, da hinten ist der. Stimmt, der hat... Das hatten ja gesagt, die bauen die... Onyx-Fragmente ab. Hätte ich auch direkt dahin gehen können. Das sind auch... Zwei, ja, das sind auch drei. Naja. Sorry für den Umweg. Sehen wir nochmal ein bisschen was von dem fantastischen Drachenboden. Ein sehr, sehr schönes Gebiet. Ein wirklich tolles Gebiet. Schon ein bisschen älter. Aber ein unglaublich episches Gebiet. Mit diesem riesigen Drachenflügel da. Dem Drachenkopf, der da unten auch sitzt. Liegt, wie auch immer. Der Festung... Das ist schon... Also das ist ein sehr, sehr cooles Gebiet. Guck, hier sind überall schwarze Magier. Hätte man da machen können, aber okay. Macht nix. Macht nix. Wir suchen hier jemanden, der sich... No. Ein NPC, der belagert wird, wie ich sehe. Ja. Oh Gott! Ist ja einladend. Kann ich den irgendwie spawnen? Zum Beispiel in die... Renoa, warum? Renoa! Warum? Warum springst du denn einfach runter? Das ist unsinnig! Wollte 5 drücken. Wer wagt es, den Schlummer des großen Liches Seraphrex zu stören? Ja, oh, guck mal, Ruhe. Schlaf. Ruhmreich in den Tod. So. Und da haben wir auch den Knochenfunk. Ich habe immer Telemons Fokus begehrt. Sie hätte ihn mir geben sollen, als ich damals nachfragte. Ja, ich weiß es nicht so wirklich. Wer wagt es, den Schlummer des großen Liches Seraphrex zu stören? Ich immer noch. Ich hab deinen Philakterion. Merkst du? Komponenten? Ah ja, perfekt. Seht ihr die Einkerbungen in dem Knochenfokus? Schmiert etwas frisches Blut auf die schwarzen Juwelen und drückt sie dann in diese Einkerbungen. Stellt euch nicht so an. Es ist auch nur ein wenig Blut. Ihr habt bei euren Heldentaten sicher schon ganze Eimer davon vergossen. Na also, das war doch gar nicht so schlimm, oder? So ein tapferer Abenteurer. Der Zugang zu Evernight ist uns damit sicher. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, das auch zu überleben. Yay! Was ist euer Ansinnen, Sterblicher? Kurz mal Ruhe, ich muss hier mal einen Hund töten. Der hier nervt. Geh.
Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, einen Knochenfokus und solche Steine an sich zu binden. Und Blut ist das ja. Blut ist ja Magie theoretisch gesehen eine unglaublich starke Verbindungskleister, wie auch immer. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!